Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jinyakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Ja, Leute, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass Johnny unser Körper voll die Kontrolle hatte. Aber er ist vertrauenswürdig, weil er hat uns wieder in unser Körper wieder zurückgegeben. Ja, der hat sich wirklich echt viel bumsen lassen. Alkohol, ja. Ja, fast. Was er noch gemacht hat, keine Ahnung, haben wir nicht gesehen, leider. Und ja, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Hallo? Aufzug? Achso, da kommt er. Als Warnschuss gilt. Für die Polizisten soll das Das Amt für kybernetische Technologie in Night City wird nun aufgrund von Etatkürzungen offiziell abgeschafft. Das Amt, welches bisher für die Implantatzertifizierung verantwortlich war, wird seine Pforten am nächsten Dienstag schließen. Du hast eine Überweisung erhalten von Unbekannt. Einfach unglaublich, so ein Stück Scheiße. Ich überweise dir das Geld. Hoffe, ihr zwei könnt das klären. Von nun an werden Genehmigungen für die Implantate von den Herstellern selbst erteilt. Dabei orientieren sie sich an ihren festgelegten Richtlinien. Vielen Dank, dass Sie sich die M54 News angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Hey, wie? Geht gleich los. Wenn du noch mal schiffen musst oder so, mach's jetzt. Wie aufmerksam von dir. Die Party kann losgehen. Naja, erstmal musst du dich an der ich Anlage brauch deine aufstellen. Hilfe. Also, hopp, hopp. Gleicher Treffpunkt wie letztes Mal. Lass mich nicht warten. Was gibt's denn? Hallo? Lizzie? Shit. Oh, keine Ahnung, was die Roboter von mir will. So, wie viele sind da? Nur sechs? Du meine Fresse. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das vom Nachbarn. Der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Ah ja, nur Kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmwummen und Raketenschleudern raus, verstanden? Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Aber genug gelabert. Wird man ja bekloppt. Bereit? Drei, zwei. Hey, hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der doppelläufigen? Nur Kleinkaliber. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter! Und jetzt mach einen Abgang, Mann! Sofort! Ey, entspann dich, Tür. Einfach mal chillaxen. Bin ja schon weg. Perlen von Isol. So ein Scheiß. Na gut. Drei, zwei, eins. Thank you.
Schieß aufs Ziel, nicht die Wand. Sieht gut aus, Rudy. Hau sie weg. Halbzeit, Lee. Streng dich mal ein bisschen an. Was war das für ein Mist, Lisa? Brille vergessen? Sekunden. Zieh's durch, Lee. Ah, geht doch nichts über den Geruch von rauchenden Colts. Stopp, Leute. Ende. Wir sind fertig. Erster Platz, Rudy. Ah, fuck. Zweiter, Lisa. Ihr restlichen Schielaugen solltet euch ein neues Hobby suchen. Tut mir leid, Lee. Ich dachte, die hätten keine Chance, aber ich hab dich wohl überschätzt. Sonst bin ich besser. War einfach nicht mein Tag. Ja, ich kenne das. Sag ich mir seit knapp 10 Jahren jeden Tag. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll's lassen. Mach's gut, Vieh. Man sieht sich. Egal. Hab's verkackt. Okay. Untersuche den Ort aus der Nachricht des... Hä? Para ist neuer Bürgermeister. Hanna Quadrasacker verschwunden, ne?
Untersuche den Ort aus der Nachricht des Bartmos-Kollektivs. Was soll ich denn machen? Da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Meine Fresse, da ist nichts. Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich bin Gillian Jordan. Wissenschaftler von Biodyne Systems haben einen Durchbruch im Kampf gegen Multiple Sklerose erreicht. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann. Raus! So. Geht's ins Hotelzimmer? Lizzie, was zum... Fuck. Daher die Eile. Schluss machen, ihm sagen, dass er verschwinden soll, aber ich weiß nicht mehr wie und wann ich.
hast ihn erwürgt, Lizzie. Langsam. Seine Wirbelsäule zerquetscht. Ich war wütend. Muss die Kontrolle verloren haben. Er hat es nicht anders verdient. Ja. Der Typ hatte es verdient. Also geht es um die Leiche. Also geht's um die Leiche? Deshalb hast du mich gerufen? Ja, ich... Die Medien dürfen davon keinen Wind kriegen. Das wäre... Oh. Was ist? Sie würden das lieben. Eine Geschichte über das Verlangen, die Persönlichkeit eines anderen Menschen zu besitzen. Eine dunkle Mahnung, dass jeder nur ein Haufen Beiz ist und kopiert und reproduziert werden kann. Lizzie, wach auf, verdammt! Was ist jetzt mit der Leiche? Mir egal, schaff sie irgendwo hin und verbrenn sie. Ich bezahle. Gut, mach ich. Und du kannst beruhigt schlafen. Schlafen? Nein, ich brauch keinen Schlaf. Ja, ja. Danke, Liam. Auch wenn du es nicht weißt, du hast mir etwas Wundervolles geschenkt. Wovon zum Teufel redest du? Gaby, na los und nimm ihn mit. Jemand sollte dich untersuchen, Lizzie. Checken, ob mit dir alles in Ordnung ist. Jemand, dem du vertraust. Mir gefällt, was mit mir passiert. Es war schön, dich kennenzulernen, Vee. Und jetzt geh. Das stimmt, ich hab nie. Stimmt ja. Krank, aber okay. Keine Alarm auslösen. Oh nein! So scheiße. Sag's dir! Joint holt gut genug für den König und alles Premium-Qualität. Also gibt's kein Mob. Es kommt jemand. Ich muss Schluss machen. Verzeihung, der Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche ein Zimmer. Ich will ein Zimmer ganz oben, mit gutem Blick auf die Stadt. Im Moment haben wir leider nur Zimmer im vorletzten Stockwerk frei. Der Blick auf Night City ist aber auch von dort aus wunderbar. Wie viel für eine Nacht? Hier sind unsere Preise. Ausgezeichnete Wahl. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt. Zimmer 900... Oh, Dreckstück! Er hat mich angegriffen! Das wollte ich jetzt nicht. Komm. Das wollte ich nicht. Komm, bring mich um. Los, los, los! Scheiße, ich wollte es nicht stehen. Ich wollte es nicht stehen.
noch einmal von vorne, aber diesmal langsam. Joy Toys, gut genug für einen König und alles Premium-Qualität. Es kommt jemand. Ich muss Schluss machen. Verzeihung, der Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich will ein Zimmer ganz oben, mit gutem Blick auf die Stadt. Im Moment haben wir leider nur Zimmer im vorletzten Stockwerk frei. Der Blick auf Night City ist aber auch von dort aus. Wie viel für eine Nacht? Wir sind unsere... Zimmer 9001. Danke. Okay. Kümmere dich um deinen Kram, okay? Okay, da müssen wir weitermachen. Fuck! Speicher. Kann es sie eigentlich
Ну что опять? Geht's auch. Okay, verlinken. Ein C, B, D, ein C. Sieben A. Neun, sieben A. Gucken, was da ist. Wow, schönes Ding, ey. Nachrichten. Okay.
Hab den Splitter. Gute Arbeit. Ich schicke dir die Übergabekoordinaten. Der Kunde wartet dort auf dich. Bin unterwegs. Wie? Warte. Ja? Wenn du da bist, keine Fragen. Mach die nur stinkig. Ich versuch's. Okay. Ich kann hier nicht standen. Wir sind hier fertig. So ein Job, ganz ohne Probleme. Und Mucksmäuschen still. Beeindruckend. Haken drunter und danke. Hier, bedien dich. Ich wusste, du bist einer von den Guten. Danke. Ja. Siebenhundert. Oh, Götter. Verarschen, ne? So. Daten von Yotaros Privatserver. Jetzt wissen wir, wer ihm Leute für die Aufnahmen besorgt hat. Sein Name ist Jay Hyun. Menschenhändler und menschlicher Abschaum. Erledige den für mich. Details anbei.
Aha. Ah, fick dich doch! Habe ich jetzt drauf. Ja, manchmal hängt das, ey. Kann man jetzt machen. Arsch, ne? Ein Wichser im Kofferraum, wo er hingehört. Sehr, sehr gut gemacht. Auftrag abgeschlossen. Okay, geh zum Erdgeschoss des Notfallsmuckel. Ich wette, mich hast du hier nicht erwartet. Und was jetzt? Okay. Tut mir leid, aber mit dir will ich nichts anstellen.
Ein Dildo. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Mann. Ah, stimmt ja, wir müssen. Geh mal kurz mal zu den Wichser da. Ah, da waren wir schon, stimmt. Du hast eine Weisheit von Unbekannt. Danke. Immer wieder gern. Ich mach mir Sorgen um dich. Geht denn jetzt ab? Okay Leute, dann sage ich mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, es wird mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, Leute, dann sage ich mal, und bleibt aktiv dabei. Und dann sage ich mal, au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.